Tada! Einen wunderschönen guten Abend und tada, werde ich heute öfter machen, denn ich habe einen dreckigen Ofen wieder sauber bekommen. Und wie das funktioniert, zeige ich dir heute in meiner Putzshow. Ein dreckiges Thema. Ah, heute wird's richtig schmutzig, denn unser Backofen hatte einen richtig fiesen Fleck. Wie entstehen diese Brandflecken? Ganz einfach. Hast du einen Fleck in der Küche, machst ihn weg, so schnell wie möglich. Passiert dir das im Backofen, kannst du das nicht direkt machen, der ist ja noch heiß. Weil meistens passiert das ja während einem Backkochvorgang. Also wartest du, bis der Backofen abgekühlt ist, dann wird aber erstmal gegessen. Dann vergisst man es und beim nächsten Mal, wenn man sagt, ah, da ist ja noch der Fleck, aber jetzt muss ich schnell den nächsten Auflauf reinschieben, denn die Familie hat ja Hunger. So sieht's aus. Deswegen sehen die Flecken so aus, wie sie aussehen, weil sie immer wieder einbrennen. Aber wir haben da was mit den tollen Produkten von Jomaco. Deswegen guckst du diese Sendung, weil du vielleicht dich dafür interessierst, erstens, wie kriege ich den Backofen wieder sauber? Oder ich habe schon die Produkte von Jomaco. Wie wende ich die eigentlich richtig an? Ich bin die Katrin und ich erkläre es dir hier jeden Donnerstagabend live. Hallo an alle, die dazugekommen sind. Ich habe in den Chat gefragt, auf einer Skala von 1 bis 5, wie sieht da dein Putzverhältnis, dein Verhältnis zu deinem Backofen aus? 1, überhaupt kein Problem. 5, wie die Note 5, geht gar nicht. Schreib mir mal gerne rein. Mein Ziel ist es natürlich, dich nachher von einer 3, 4 auf eine 2, 1 hinzubekommen. Hier habe ich schon mal aufgebaut, was ich alles dabei habe. So, wer ist noch dazugekommen? Die Mila ist da. Und noch einer dazugekommen? Ja, Martina schreibt, wenn man regelmäßig sauber macht. Das ist ja, ich sage immer, wie mit der Bügelwäsche. Wenn ich regelmäßig bügel, wird der Bügelberg auch nicht so hoch. Wollte ich gestern ein Foto gemacht haben, ich habe 3 Wäschekörbe da stehen gehabt, aber nur so hoch gestapelt, dass die noch unter der Kante vom Fernseher sind, damit ich darüber noch die Netflix-Serie gucken kann. Das, nicht, dass das Bild eingeschränkt ist. Jetzt hast du dich sicher schon gefragt, warum hat die Katrin heute eine schöne Rose hier? Ja, das ist meine Siegburg hier. Gab es mal zu 950 Jahre Siegburg an Muttertag, extra gezüchtet worden. Habe ich jetzt zurückgeschnitten. Das ist das letzte, der letzte Rest in Gelb. Sehr schön. Mina schreibt auch noch, nicht mehr schwingen. Danke, Jomaco. Ja, wir reden darüber. Und wir haben ganz tolle Fotos. Gabi, die auch schon da ist, deine Fotos in Teil habe ich dabei. Zum Thema Holztischreinigung haben wir. Ich will aber nicht zu viel verraten. Und natürlich noch ein kleiner Rückblick auf meinen vergangenen Sonntag. Großer Tag der offenen Tür in Hennef. Und der ersten Adventskalender sind eingetrudelt. Da habe ich schöne Fotos in der Rubrik Fotos und Fragen der Woche. Und mein lieber Mann aus dem Hintergrund, sag mal Hallo Dirk. Hallo Dirk. Der Witz ist alt. Du kannst doch einfach nur alle Hallo sagen. Oder du einfach nur Hallo. Einfach nur Hallo. Einfach und sauber. 24D. Einfach sauber 24D. Willst du es einblenden? Das ist übrigens unser Shop. Alle Produkte, die ich dir heute hier vorstelle, kannst du danach auch shoppen. Außer die von Black Weeks. Die sind leider ausverkauft. Noch nicht alle, aber so gut wie. Legen wir los mit dem ersten Foto und ich hoffe, sie ist da, sonst guckt sie später an. Die Jutta! Jutta, die mit der gelben Jacke, ganz genau, Gabi. Jutta ist ja meine neue Kollegin im Team, die mal eben sich ins Auto gesetzt hat und knapp 4,5, 5 Stunden hat sie gebraucht, zu uns nach Hennef gekommen ist. Hennef liegt neben Siegburg, um mich zu unterstützen am Tag der offenen Tür und Input, Input, Input. Also Samstag haben wir viel zu Hause ihr Theorie gemacht. Ich habe ihr viel am PC erklärt. Und dann am Tag Sonntag kam dann die Praxis. Wir hatten einen schönen Fotopoint, so ein Selfie-Point. Aber der stand leider zu weit hinten um die Ecke rum. Deswegen nicht wundern, ich habe ganze 3 Fotos. Es waren aber mehr da. Wir hatten fast knapp 200 Gäste am Sonntag da. Es war der Hammer. Weiter geht's. Das ist nämlich die Katja und das auch ganz besonders und ich bin froh, dass ich daran gedacht habe zu sagen, mach doch mal ein Foto mit mir, denn Katja kannte ich bis dato nur online.
Empfehlung von ihrer Schwägerin, online bestellt, telefoniert, nochmal telefoniert, geschrieben. Und dann hat sie gesagt, dann komme ich mal vorbei. Das war total schön, sie dann auch mal live zu sehen. Und als nächstes eine langjährige Kundin, die liebe Lydia. Sie war die Erste, die sich zum Tag der offenen Tür angemeldet hat. Es wird eine Wiederholung geben nächstes Jahr im November. Datum suchen wir noch, weil wir natürlich gerne in die gleiche Location wollen. Und das war toll. Alles, ja, bisher ist ja so, ich lade euch ja sowieso jeden Donnerstag immer eine Putzshow ein, aber hier war mal die Möglichkeit, alle Produkte zu sehen, zu riechen und anzufassen. Nee, gucken ist das ohne anfassen. Es war toll. Vielen lieben Dank. Jutta ist da? Ja! Und? Nächste Woche gibt's Sekt. Was? Mit Jutta. Virtuell. Jetzt bin ich raus. Jetzt bist du raus. Hab ich den rausgebracht. Und? Kommt gleich wieder. Komm gleich wieder. Dann mach das nächste Foto, bitte. Ja. So, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich ihn nicht durcheinander bringe. Die sehen ja alle gleich aus. So sehen die Tütchen von meinem Adventskalender aus. Und für die, die noch nicht ausgepackt haben, bitte erst den Brief lesen. Dann kommt es auch nicht so. Falls die Elke hier zuguckt, da, der Elke hat mich ins Schwitzen gebracht. Da fehlen Tüten. Nein, das ist der Kalender von der Katja. Vielen lieben Dank. Mein Wunsch war ja gewesen, schickt mir ein Foto, wenn ihr ihn ausgepackt habt oder wenn ihr auch schon ein schönes Plätzchen gefunden habt für den Kalender. Und da kommen jetzt noch welche. Kommt, nächstes. Das ist von der Tina. Voll schön. Ich frage mich, was da sonst steht. Und ich bin so froh, dass das von den Farben her passt. Dass das braun-weiß, sehr schön. Und die ganzen Anhänger bitte abmachen, könnt ihr natürlich noch weiterverwenden. Vielen Dank, Tina. Und die Melanie, auch super schön mit der Deko. Total. Also, ich bin hellauf begeistert, dass die so einen schönen Platz gefunden haben. Dann haben wir noch die Nathalie. Erstmal schön. Ich sehe alles. Also zählt nicht nach, da fehlen welche, aber die Nummer 1 verspricht mehr, als es auf den ersten Blick aussieht. Und das Foto habe ich heute bekommen. Es kommen noch welche, aber da war hier schon alles fertig. Das ist von Michael. Ey, mega, mega. Schaut mal bitte, daneben ist der Heizkörper, wie groß diese Verhältnisse sind. Also nachdem er gesehen hat, wie viele Tüten das dann sind, ja. Leute, und das mal 25 bei mir im Keller. Da, ich habe 2 Kellerräume in Anspruch genommen. Wahnsinn, total schön, ich bin total gerührt. Vielen lieben Dank, ist ein Herzensprojekt von mir gewesen. Es freut mich so. Ach, ihr werdet Spaß haben, schön, schön. Weiter geht's. Das waren erstmal die ersten Adventskalender und jetzt wird's süß. Oh Leute, habe ich die Tage mit am Freitag mit der Katja telefoniert. Oh, da haben wir aber auch 2 Wochen nebeneinander telefoniert, bis wir endlich zusammengekommen sind. Erstmalig bei mir im Online-Shop bestellt und dann immer so, kennst du, ja, mit was bist du besonders zufrieden? Mit dem Fellprofi, Katrin. Und Fellprofi sind diese beiden. Geh mal kurz auf die andere Kamera. Unsere Fellprofis findest du im Moment auch in unserem Online-Shop einfachsauber24.de. Das sind Tücher für unsere lieben Freunde, unsere Haustiere. Gibt es in 2 verschiedenen Größen und im Moment auch im Angebot. Und zwar über die Geschenkewelt. Einmal in klein. Und das hat jetzt, das zeige ich dir gleich nochmal auf dem Hundefoto. Das kleine gibt es aber auch eine Nummer größer. Das Tuch nimmt wahnsinnig viel Flüssigkeit auf und Schmutz. Es trocknet schnell, was zum Vorteil hat, wenn du das also bei diesen Temperaturen und Wetter draußen im Flur liegen hast. Es stinkt nicht so nach Hund. Gar nicht. Darf natürlich auch gewaschen werden. Und aktuell ist auch jeweils ein Petsy dabei. Das ist ein Pad zum Reinigen für zum Beispiel die Hundeaugen oder auch andere Öffnungen, sag ich mal. Ne? Darf damit gereinigt werden. Und hier überzeugt einfach der Flur. Also, dass das so schön kuschelig ist. Und jetzt, wir haben noch ganz tolle Fotos. Komm, erstmal noch das eine Foto. Ja, also das ist schon, das andere erstmal, das ist schon süß. Ist von Katja. Und dann sagt sie, mein Vater hat auch eins, der ist auch total begeistert. Dann kam das, Achtung, nächstes. Oh,
goldig. Ich habe ja schon mal geguckt, dass der Barry und der Familienhund von meiner Schwester, ob wir da so, aber das ist das süß. Danke, Katja, für das tolle Foto. Das ist Werbefoto pur. Und er liebt es auch. Und nächstes Foto. Ja, jetzt Gabi. Jetzt zu deinem Holztisch. Und ich fand das, weiß ich nicht. Katrin habe ich lange vor mir hergeschoben. Apropos, wie geht es deinem Kronleuchter? Frag Jutta, die hat ihn gesehen. Ich konnte sie noch erkennen. Obwohl, es passt. Wir haben ja unser Kronleuchter... schiebe ich schon lange vor mir her, aber es ist so gedämpftes Licht, weil es so dreckig ist. Ach Gott. Hier, Holztisch. Da kam auch die Frage am Telefon von einer neuen Kundin, wie muss ich den vorher einfach reinigen? Auch dazu gibt es ein tolles Video von mir, ein Erklärvideo in der Playlist auf meinem Kanal. Abonnier bitte den Kanal, wenn du das noch nicht getan hast. Und wenn ich dich hier unterhalte und dir das Ganze gefällt, dann supporte mich mit einem Daumen hoch. Also einfach draufdrücken, kostet nichts. Aber dann wird das Video auch anderen Leuten ausgespielt und vorgeschlagen, die sich auch für das Thema Putzen interessieren. Wie jetzt der Backofen, dazu aber gleich. Wir sind gleich durch mit den Fotos. Hier ist ein Holztisch. Und wenn du beim nächsten Mal irgendwo bei einer Freundin zum Kaffee trinken bist und denkst, der sieht aber ein bisschen trocken aus, empfehle ja bitte unsere Holzpflege. Gabi macht immer ganz tolle Fotos, wirklich Schritt für Schritt. Wir haben den Holztisch, wir nehmen die Holzpflege und die blaue Faser. Sie hat jetzt hier beides, Handschuh oder das Pad gibt es nicht mehr zu kaufen, den Handschuh schon. Ansonsten gibt es im Moment auch den blauen Schwamm im Angebot, im Set. So, dann wird das Ganze aufgetragen. Da sieht man mal, wie viel sie auch genommen hat. Und das empfehle ich auch immer. Die Konsistenz von der Holzpflege ist ein bisschen wie eine Bodylotion. Schön satt auftragen, nächstes Bild. Dass da auch richtig was zu sehen ist, auftragen. Und das, was nachher noch überschüssig ist, da sieht man es, mit dem Profituch einfach nachwischen, wenn das eingezogen ist. Der Rest einfach abnehmen und dann ist der Tisch wieder schön. Vielen lieben Dank. Das sind schöne Vorher-Nachher-Bilder. Der glänzt wieder und euer Holztisch wird es lieben. Letztes Bild. So sieht es aus in unserer Produktion. Im Gemaco-Lager oder auch in der Produktion selber in Rehde. Da fahre ich hin am 9.12. und ich habe noch Plätze frei. Es ist eine Betriebsbesichtigung für alle interessant, die einmal wissen wollen, wie sieht es eigentlich bei Gemaco hinter den Kulissen aus. Die Maschinen allerdings werden stillstehen, weil Samstag wird im Betrieb, also in der Produktion nicht gearbeitet. Aber das Ganze mal zu sehen, wo sind die ganzen, ja, die Straßen, die Produktionsstraßen, das gucken wir uns an. Du bist herzlich eingeladen, wenn du Interesse hast, schreib mir bitte entweder hier in die Kommentare oder am besten noch direkt per WhatsApp. Der Dirk blendet hier einmal die Nummer ein. Und dann schreib mir, dann tauschen wir uns aus, wie wir da jeweils hinkommen. Ich nehme noch ein paar ins Auto mit oder wir treffen uns direkt vor Ort. Wird auch nochmal erklärt, was das Tolle ist an dem Job. Jutta hat den Sprung gewagt und ich glaube, bis heute noch nicht bereut, oder Jutta? Ganz im Gegenteil, nächste Woche dürfen wir feiern. Und ich begleite Jutta, wirklich, also wenn du anfängst als Vertriebspartner, bin ich dabei. Das ist prima. Da sind wir dabei, genau. Das wird auch nochmal erklärt. Das waren die Fotos und Fragen der Woche. Und jetzt wird es interessant. Wow, jetzt wird es schmutzig, Leute. Jetzt, oh, ich freue mich drauf. Das ist ein richtig schönes Video geworden. Und noch viel schöner ist jetzt der Blick in meinen Backofen. Los geht's. Also... Da geht's rein und gucke mal. So sieht's aus, wenn die Lasagne lecker war, aber in alle Richtungen gespritzt ist. Auch die Seitenteile sind dreckig. Du brauchst Wasser, Profituch, Edelspalspirale und den Intensivreiniger. Ich habe das nass gemacht, draufgesprüht und dann so ein bisschen mit den Finger verteilt. Und da sieht man schon, wie sich die Blasen bilden. Den lassen wir jetzt mal arbeiten. In der Zwischenzeit habe ich dann die Gitter rausgenommen, Wasser rein, Intensivreiniger reingesprüht und dann geschrubbt. Und bitte, jetzt guckt ihr das mal an, nachdem ich es trocken gemacht habe. Wie neu. So, jetzt ist das ein bisschen trocken gewesen, habe ich nochmal nachgemacht, gewässert, geschrubbt. Und jetzt siehst du mal, wie toll so ein Profituch ist. Das nimmt nämlich ganz schön viel Wasser auf.
Und so sieht's danach aus. Kann sich wieder sehen lassen, oder? Und ich glaube, mit Filmen, halbe Stunde insgesamt. Ich müsste nochmal auf die Aufnahmen gucken, weil oben die Uhr lief ja die ganze Zeit mit. Einmal ist auch mein Telefon in die Pfütze reingefallen. Aber es funktioniert noch beim Filmen. Wollen wir es nochmal sehen? Habt ihr es alle gesehen? Sollen wir es nochmal? Ich finde das super. Wenn ihr es nochmal sehen wollt, dann einfach mal Daumen hoch, dann schreibe ich euch nochmal. Und Pascal schreibt in den Chat, es lohnt sich, meldet euch an. Ja, Mina, die Holzpflege für einen, der gebungen hat. Was heißt das? Also Holzpflege ist grundsätzlich für alle Holztypen geeignet, die nicht lackiert sind. Weil sonst bringt das gar nichts. Dann zieht da ja gar nichts ein. Also alle natürlichen Hölzer, offenporig, dann zieht das ein. Und dann kann man das wunderbar. Warum mit der blauen Faser, wird auch immer gerne gefragt. Weil nämlich alles andere bleibt alles in der grünen, also saugt auf und die blaue Faser saugt nicht auf. Das ist der Grund. Ich zeige euch jetzt mal die Produkte, die ich benutzt habe. Ich nehme alles mal mit. Da bin ich. Schön sauber geworden, ne? Wichtig war für mich, weil das habe ich auch am Sonntag wieder gemerkt, ja, aber ich habe ja, da kam die Aussage, brauche ich nicht, Katrin, ich habe ja eine Reinigungsfunktion im Ofen. Die neuen haben das alle. Und dann muss es noch nicht mal ein Pyrolyseofen sein, aber selbst wenn du eine Reinigungsfunktion hast, muss ja alles an Metall da raus. Das heißt, das Gitter raus, die Schienen raus. Das muss ja auch irgendwie gereinigt werden und dafür ist ideal die Profi-Edelstahlspirale. Einkerbungen sind gemeint. Ja, daher danach das Profituch, dass du da den Überschuss wieder rausnehmen kannst. Ah, Einkerbungen. Los geht's, Intensivreiniger. Ohne den geht es nicht. Und natürlich Wasser. Das blende ich jetzt hier nicht ein. Die meisten haben dann doch Wasser zu Hause. Immer mit Wasser arbeiten als Träger unter dem Schmutz. Und ich habe bewusst auch in dem Video gezeigt, wie ich den verteile. Der tut nicht weh. Der heißt Intensivreiniger. Klar, trinken darf ich den nicht, aber anfassen darf ich den. Und den aufsprühen und wirken lassen. Deswegen mach das zuerst und kümmere dich dann um das Rost. Desto mehr Einwirkzeit der hat, desto weniger schrubben musst du danach. Und ja, eine Pumpe muss dazu, weil sonst brauchst du einfach viel zu viel Reiniger. Und der arbeitet mit Soda-Aktivkraft. Das fühlt sich, desto mehr Reiniger du nimmst, desto seifiger haben wir dann viel Schaum und das muss ja alles wieder weg. Deswegen nimm automatisch weniger, wenn du eine Schaumpumpe dabei hast. Dirk ärgern. So ist sie eingepackt. Ich zeige dir mal meine ausgepackte. So sieht sie aus, wenn sie schon benutzt ist. Aber man sieht halt hier, die ist entgratet. Kann man also auseinanderziehen. Könnte ich auch über einen Handschuh stülpen. Und ich darf die auch bei 60 Grad in der Waschmaschine waschen. Dann bitte aber in einen Waschsack, logischerweise. Allein in einen Waschsack. Maximal noch die blaue Faser rein, aber sonst nichts. Weil das ist eine Reibung in der Waschmaschine. Bitte Waschsack. Okay? Und, ohne das geht's nicht, im Video habe ich ein braunes benutzt. Ich habe halt Taubfarben bei mir in der Küche. Aber ansonsten geht auch Türkis, weil Türkis ist im Katalog die Farbe von Gemarco für die Küche gewählt. Nimm einfach das, was dir gefällt. Es gibt noch in den Black Weeks hoffentlich, heute Mittag war es noch so, Dreierpack, eine Nummer größer für 30 Euro. Statt, also ein Tuch für 10 statt für 12,90 Euro. Ein Schnapper, Schnapper. Ohne das geht es natürlich nicht in der Küche, ein Geschirrtuch. Das schöne große, auch die sind noch in der Aktion. Ich habe noch hier zu zeigen in der Farbe Korall und Pink. Gibt auch noch Lila. Und das war's, ne? Lindgrün ist schon ausverkauft. Ja, hatte ich doch richtig. Lindgrün war ausverkauft. Trendfarbe. Trend Edition 2023. Und das ist es. Ach nee, oder du sagst,
Ich habe ja bisher nur das Fensterset oder ich nehme extra was zusammen. Dann gibt es das Ganze noch als Set, unser Küchenset intensiv. Da hast du den Reiniger mit der Pumpe, die Profi-Edelstahlspirale und es ist noch das Duo-Pad dabei, weil das darf auch in beschichtete Pfannen. Da darf auch, wie heißt deine Pfanne, die gute, diese rote Pfanne? Die ist nicht beschichtet. Shit. Aber die Patina bleibt bestehen, weil ich reinigen kann ohne Reiniger. Nur mit Wasser und mit einer hohen Mechanik. Das tut weh auf Dauer. Gut, Dankeschön. Danke fürs Zuhören bei dieser tollen Werbesendung. Steht ja auch oben in der Ecke. Also, putzen, den Backofen kriegen wir wieder locker sauber. Und wie zum Beispiel, wenn man eine Flasche zu fest... Was? Das mit den Einkerbungen, da kriegst du noch ein Foto von der Mine. Ah, sehr gut. Ja, ich bin jetzt davon ausgegangen, wie unser Holzboden. Ja. Der hat ja auch Einkerbungen. Gebürstet. Gebürstet, genau, gebürstet sagt man dazu. Ich sag immer, wenn man mit dem Fingernagel so durchgehen kann. Ansonsten nimmst du einen Q-Tip, wenn da noch was drin hängt. Hauptsache alles, was weicher ist als das Holz selber. Wir wollen ja nicht noch mehr Einkerbungen reinmachen, als vorher schon gegeben sind. Das war's! Mehr gibt es zum Thema Backofen nicht zu sagen. Du brauchst die Profi-Edelstahlspirale. Nur mit dem grauen Pad bin ich kein Freund von, funktioniert nicht. Da schrubbst du dir halt, oder du hast halt wahnsinnig viel Zeit, dann schrubbst du halt länger. Und Achtung bei Pyrolyseofen, da nicht. Pyro, ihr wisst, was ich meine. Dirk lacht kaputt. Ja, wie heißt es denn? Irgendwie so. Pyrolyseofen. Und ich habe mir vorgenommen, ich orientiere mich jetzt bis zum Ende des Jahres, so viele Putzshows sind es ja gar nicht mehr, an den Sachen, die ihr am meisten bisher hier auf dem Kanal geguckt habt. Das heißt, freut euch noch auf den Holztisch, den werde ich auch noch reinigen und pflegen. Gruß geht raus an meine Schwester. Ich weiß, da ist nochmal Not. Bedarf, nicht Not, Bedarf. Und Couch kommt auch nochmal. Wir flezen ja jetzt viel mehr. Und wie sagte Dirk eben, ja komm, dem nächsten Ferien, dann sitzen wir eh die ganze Woche auf der Couch. Genau, dann wollen wir die vorher noch schön haben. Das sind Videos, die ich noch in der Planung habe. Wenn du einen Wunsch hast, was du gerne mal gezeigt bekommen möchtest, schreib es mir. Kronleuchter. Vielleicht zu Weihnachten. Das wäre ein schönes Geschenk für dich. Guck mal, Schatz, der Kronleuchter ist auch wieder sauber. Ist wieder heller im Wohnzimmer. Brauchen wir gar keine neuen Birnen mit 60 Watt. So, haben wir noch irgendwas? Nein. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Aufruf nochmal. Danke, Pascal. Meldet euch gerne an, um einmal Rede zu sehen. Ich nehme dich mit. Ich lade dich ein. Guck mal, wie weit weg du wohnst. Das darf man mal gesehen haben. Jutta macht's nächstes Jahr. Die ist ja diesen Monat auch schon genug gefahren. Ne? Verstehe ich auch. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag um 21 Uhr live wieder hier. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch an dich da draußen, der du dir das später angeguckt hast. Auch das ist möglich. Es ist ja schließlich danach immer hier auf meinem YouTube-Kanal zu sehen. Und dann putzen wir nächste Woche wieder. In der Zwischenzeit wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Putzen. Bleib gesund. Eure Katrin. Tschüss.